Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, Ihnen mein neues Buch vorstellen zu können. Seit mehr als 20 Jahren wird nun zum Thema Fibromyalgie geforscht, diesem sogenannten rätselhaften Krankheitsbild. Und heute haben wir sehr, sehr viele Erkenntnisse. Das sind zum einen natürlich Forschungsergebnisse. Dann gibt es eine neue deutsche Leitlinie, an der ich mitarbeiten konnte. Und schließlich kann ich meine Erfahrungen mit mehreren tausend Patienten mit Fibromyalgie in dieses Buch einfließen lassen. Dieses Buch ist auch deutlich umfangreicher als die bisherigen Bücher und so hoffe ich auch, den Sinn und die Bedeutung besser verdeutlichen zu können, die hinter vielen der Beschwerden bestehen, die für die Betroffenen so verwirrend sind. Das Fibromyalgie-Syndrom ist nicht einfach zu verstehen. Es sind so viele Symptome, die die Menschen plagen. Natürlich zum ersten einmal die Schmerzen. Schmerzen manchmal am ganzen Körper, oft aber wandernde Schmerzen in Gelenken, in Muskeln, in den inneren Organen. Dann kommt die Reizempfindlichkeit dazu. Empfindlich gegenüber Licht, Lärm, Geruch, manchmal Geschmack, fast immer gegen Kälte, manchmal gegen Wärme. Und dann Schlafstörungen. Einschlafen, das geht ja noch, aber durchschlafen, das ist wirklich schwierig. Und schließlich sind das die funktionellen Beschwerden. Reizmagen, Reizdarm, Reizhusten, Reizblase, unglaublich viele unterschiedliche Symptome und das Ganze soll ein Krankheitsbild sein. Ja, das gehört zusammen und es kommt noch mehr dazu. Die meisten Patienten werden im Laufe der Zeit zunehmend ängstlich, schreckhaft, irgendwie dünnhäutig und am Ende dann auch depressiv, nämlich dann, wenn sie kaum noch eine Chance sehen, dass die Beschwerden besser werden. Am Ende stehen dann Ganzkörperschmerzen und unglaubliche Erschöpfung. Gehen die Betroffenen dann zum Arzt, dann findet der meist nichts. Labor, Röntgen, CT, MRT, Gastroskopie, Koloskopie, alles bestens. In diesem Moment fangen die Betroffenen dann an, sich zu zweifeln. Bilde ich mir das Ganze irgendwie nur ein? Ist das alles nur erfunden? Ist das alles nur vom Kopf? In meinem Buch versuche ich Ihnen diese und viele anderen Fragen zu beantworten. Warum kommt es eigentlich zu diesen Schmerzen? Warum ist der Körper so sensibel, nicht nur gegen Schmerzen, sondern ganz allgemein? Wie kommt es zu diesen funktionellen Beschwerden? Wie erklärt sich diese Ängstlichkeit? Und natürlich das Allerwichtigste, was kann man dagegen tun? Ich kann Ihnen natürlich nicht in wenigen Minuten den ganzen Inhalt des Buches erklären und ich möchte Sie ein bisschen noch neugierig lassen, aber eines vorweg. Beim Fibromyalgie-Syndrom ist nicht nur die Schmerzverarbeitung, sondern die gesamte Reizverarbeitung irgendwie beeinträchtigt. Und dazu müssen Sie etwas vorweg wissen. Wir haben unglaublich viele Sensoren für Druck, für Berührung, für Schmerz, für Temperatur, natürlich auch für die äußeren Sinne, Hören, Sehen, Riechen. Und die liefern dauernd Informationen, unentwegt, ohne Unterbrechung zu Millionen. Wenn Sie das alles wahrnehmen würden, in diesem Moment, Sie würden komplett durchdrehen. Also haben wir so eine Art Eingangskontrolle für die Reize, eine Art Controller, der sorgt dafür, dass Ihr Geist nicht überlastet wird. Dieser Controller ist dann, wenn er entspannt ist, wenn keine Gefahr droht, immer damit beschäftigt, die Informationen auszusortieren, damit Ihr Geist frei bleibt für die wirklich wichtigen Dinge, die dann auch durchgelassen werden. Beispielsweise sitzen Sie wahrscheinlich jetzt auf irgendeinem Stuhl oder Sessel. Die Impulse, die von dort kommen, haben Sie die ganze Zeit ausgeblendet, weil Sie mir zugehört haben. In dem Moment, wo ich davon rede, wird dieser Controller schon ein bisschen misstrauisch und lässt mal die Impulse durchkommen. Vielleicht ist da irgendetwas faul, es könnte ja vielleicht eine Reißzwecke versteckt sein oder irgendetwas. Und jetzt spüren Sie plötzlich, dass da ein Stuhl, ein Sitz oder was auch immer ist. Irgendwann haben Sie es kontrolliert. Der Controller legt sich entspannt zurück und sagt, alles in Ordnung. Im Regelfall werden Informationen also weggeblendet, dadurch haben Sie einen klaren Kopf. Wenn Sie jetzt aber dauerhaft Schmerzen haben, zum Beispiel Kreuzschmerzen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, wenn Sie viel Angst haben, wenn eine Panikattacke passiert ist oder andere ungünstige soziale Ereignisse zusammenkommen, dann wird dieser Controller plötzlich misstrauisch. Vorsicht! Ist die Mutter der Porzellankiste. Er lässt mehr Informationen durch. Dadurch kann es sein, dass mehr Schmerzen kommen. Und weil mehr Schmerzen ankommen, bleibt er
noch misstrauischer. So steigert sich das und am Ende entsteht ein Teufelskreis aus Anspannung, Schmerz, Misstrauen, dann kommen Schlafstörungen und vieles andere dazu. Das ist der Kern des Fibromyalgie-Syndroms, der in einer generalisierten, abgesenkten Reizschwelle endet. Die Betroffenen sagen dann, sie sind extrem dünnhäutig, was sie schon gesagt haben, lärmempfindlich, lichtempfindlich, sie können nicht mehr schlafen, sie befinden sich in einem dauernden inneren Erregungs- und Bedrohungszustand. Dann spannt sich die Muskulatur an, die Atmung wird schneller, verschiedene andere Störungen stellen sich ein. Eben das, was wir unter Fibromyalgie verstehen. Die Frage ist, wie kommt man da raus? Ein ganz wesentlicher Teil der Therapie besteht darin, den Controller zu überzeugen, dass die Signale nicht bedrohlich sind, sondern dass er sie ausblenden kann, ohne das Gesamtsystem zu bedrohen. Also nehmen Sie zum Beispiel Rückenschmerzen. Wenn jemand dauerhaft Rückenschmerzen hat über 10 oder gar 20 Jahre, dann denkt der Controller, aus der Ecke kommt nichts Gutes. Und jetzt braucht er eine neue Erfahrung. Also zum Beispiel super sanfte Massagen im Rücken, Ölmassage, Aromamassage, positive Reize. Am Anfang bleibt er misstrauisch und denkt, naja, vielleicht ist es doch was Schlechtes. Im Laufe der Zeit lernt er, dass tatsächlich aus dem Rücken nichts Schlechtes, sondern etwas Gutes kommt. Und dann lehnt er sich quasi zurück und sagt, na gut, ich brauche nicht gleich oben das Gehirn zu benachrichtigen. Und wenn man das nicht nur in Bezug auf den Rücken, sondern auch den gesamten Körper erfährt, wenn aber auch Lärm und Licht und Berührung und Druck, Wärme und Kälte alle nicht bedrohlich sind, dann geht die Reizschwelle nach oben, der Controller reagiert nicht mehr so überempfindlich. Solche Therapiekonzepte nennt man multimodale Therapie. Es sind umfassende Behandlungen und wenn man sie anwendet, dann lassen die Beschwerden oft überraschend schnell nach. Wie Sie es genau machen, finden Sie in meinem Buch auch Dinge, die Sie selbst zu Hause machen können. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. Wenn Sie Anmerkungen haben, schreiben Sie mir ruhig. Ich freue mich über ein Feedback. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.